Wer tanzt mit? Schon dieses erste Werk im Programm des Neujahrskonzerts, eine Schnellpolka von Eduard Strauss, war eine Überraschung fürs Publikum. Selbst eingefleischten Fans der Neujahrskonzerte dürfte sie bis zum 1. Januar noch nicht bekannt gewesen sein, betont Dirigent Franz Welser-Möst. Und das meiste, was danach folgte, auch nicht. Alles Stücke, die noch nie gespielt worden sind beim Neujahrskonzert. Es ist ja, man glaubt es ja gar nicht, bis jetzt in den Neujahrskonzerten erst 30% aller Stücke der Strauss-Familie gespielt worden. Da gibt es irrsinnig viele Schätze noch zu heben. Ich hatte aus einer Laune heraus mir vor 5 Jahren alles gekauft, was es im Druck gibt von Johann Josef Strauss und Josef Lanner. Und wie dann die Anfrage kam von den Philharmonikern, ob ich zum 3. Mal das Neujahrskonzert dirigieren möchte, kam dann auch die Pandemie und ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht und habe mich also durch diese Laufmeter, das sind wirklich einige Meter in meiner Bibliothek, habe ich mich durchgeschmökert. Das Ergebnis dieser Lockdown-Tätigkeit von Franz Welser-Möst war ein Programm, wie man es sich schon früher beim Neujahrskonzert gewünscht hätte. Immer deutlicher kristallisierte sich im Verlauf der Mann aus der Strauss-Dynastie als Star heraus, der bislang am wenigsten beachtet wurde, Josef. Der mittlere Sohn von Vater Johann war zunächst aus der Art geschlagen, verdiente sein Geld als Ingenieur, konstruierte unter anderem eine Straßenkehrmaschine, die jedoch nie gebaut wurde. Irgendwann, so Franz Welser-Möst, holte ihn die Familientradition aber wieder ein. Johann Strauss hat über seinen Bruder gesagt, ich bin zwar der Prominentere, aber er ist der Begabtere. Und ich würde sagen, er ist auch der Sensiblere. Da ist ein Walzer schöner wie der andere. Die spannendste Entdeckung im Programm ist der Walzer Perlen der Liebe. Komponiert hat ihn Josef Strauss als Verlobungsgeschenk an seine große Liebe, die Caroline Bruckmeier, die er geheiratet hat, einen Monat später, nachdem dieser Walzer uraufgeführt wurde. Josef Strauss gilt als der Erfinder des Konzertwalzers, also des Walzers mit einer opulenten sinfonischen Einleitung. Ein Vorbild war für ihn hier besonders prägend. Er war ein großer Anhänger von Richard Wagner. Das sind alles so kleine Informationen, die dann mehr und mehr ein Bild ergeben, wie man an dieses oder jenes Stück herangehen könnte, sage ich mal. Franz Welser-Möst, gebürtiger Wiener, aber im Hauptberuf seit vielen Jahren Chefdirigent des Cleveland Orchestra, hat das Neujahrskonzert bereits zum 3. Mal geleitet. 2011 und 2013 waren die Kritiken eher verhalten. So hat man seinen korrekten Dirigierstil als technokratisch bezeichnet und behauptet, dass ihm das Gefühl für dieses spezielle Repertoire fehle. In diesem Jahr war das allerdings völlig anders. Das zeigte das geradezu enthusiastisch applaudierende Publikum. War diese neue Lockerheit das Resultat von Lernfähigkeit oder einfach nur ein Besinnen auf die eigenen Wurzeln? Möglicherweise auch die Erkenntnis von Franz Welser-Möst, die Musik vom Tanz her denken. Wenn Sie einen Walzer tanzen, der zweite Schritt, da schleifen Sie ja den Fuß so ein bisschen am Boden. Und genauso muss man das spielen. Da geht's um ein Lebensgefühl. Da geht's nicht um eine mathematische Präzision. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2023 bot neben den musikalischen Entdeckungen und den beliebten Standards wie dem Donauwalzer auch eine besondere Premiere. Erstmals waren neben den Wiener Sängerknaben auch die Wiener Chormädchen mit dabei. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Tradition allmählich entstaubt wird. Bis allerdings eine Frau am Dirigentenpult steht, dürfte noch einiges an Wasser die Donau hinabfließen.